wirklich links drehen Platz. Und ich nehme bloß die Eiche so ein bisschen auf. Vielleicht, ich weiß nicht, wer sie aussieht, vielleicht 80 oder 100 Jahre höchstens. No? 60, 80 Jahre. Höchstens. Vorher ist vielleicht auch eine da gestanden, wissen wir nicht. Zur Zeit, als dieser Felser von den Menschen bearbeitet wurde, und das sage ich ganz absichtlich, oder von der Natur, denn wir wissen es nicht. Und er ist ja auch stark verwittert. Zu der Zeit aber haben die Leute, die Menschen wohlgemerkt, dass hier, geht mal her, die Frage, wie drehst du hier? Also ganz eindeutig links drehen. Sie haben gemerkt, dass hier starke linksdrehende Kräfte sind. Sie würden sich auch besser den Gornüber stellen. Im Übrigen sehen Sie schon so hin. Und da oben, wo ihr steht, ihr seid halt. Bleibt mal da. Da steht, schauen Sie mal hin, die wächst auch noch weiter, wenn sie nicht fällt wird. Eine schöne Buche. Das heißt, diese Felsen liegen ganz genau in einem Spannungsfeld zwischen extrem negativ links drehen und sehr gut positiv rechts drehen. Und Kräfte steigen auch immer nach oben. Darum sind auf den Bergen immer stark, man geht gern auf die Berge hoch. Da fühlt sich wohl, wenn man zum Runterschauen, dann man spürt das, dass es oben schöner ist, besser fühlt, wiederholsam. Die Energie wird hinaufgezogen. Ein drittes, was du aus der Natur sehen kannst, ist das mit Laub bedeckt. Schau dir mal da her. Wer kennt sich aus? Was ist denn das für Wurzel? Siehst du an der Wurzelfarbe? Das ist eine Kiefernwurzel. Also wieder mal in die Natur schauen, im Wald. Und guck mal, also von der Eiche kann es nicht sein. Die Kiefer braucht es aber auch links drehen. Wo steht die nächste Kiefer hier? Und dazwischen sind nur rechts drehende Bäume. Guck mal, wo ihr euch hinlegt. Buche, Buche, Buche. Die Kiefer schickt, weil sie ja auch links drehende Energie braucht, schickt ihre Wurzeln so weit hierher, damit sie die richtige Energie kriegt. Und, was ich vorhin schon als Heilfelsen-Kennzeichen sagte, die Wurzeln wachsen nach oben. Bis darauf. Durch die viele Benutzung der Menschen ist sie ein wenig geschädigt oder abgebrochen zum Teil. Und jetzt genau das Gleiche, da oben, ihr seht es da drüben, deswegen müsst ihr es momentan glauben, geht dann nachher ruhig mal her. Wie ich sagte, mal umwälzen, dass alle alles sehen. Da oben wachsen Buchenwurzeln rauf, aber dort steht eine Eiche. Die Buche, vielleicht schickt da auch eine Buche von viel weiter her ihre Wurzeln hin, innen rechts drehen. Die Buchen brauchen rechts drehen. Immer mit klarem Verstand an die Zeichen der Natur rangehen und nicht glauben, was irgendwelche Rudengänger, Pendler, Fachleute, Professoren schreiben. Alles hinterfragen und am besten du hinterfragst mit deinem Gefühl, mit dem Bauch. Da tut ihr Frauen euch leichter. Die Männer sind ja eher hörig. Aber nicht alle. Es gibt auch sehr sensible Künstler und Menschen. Frauen nicht dafür. Das dritte, was wir hier zeichnen wollen an dem Felsen Nummer 3, hier drin. Willst du das immer zeigen? Dann schauen wir. Ja, dann wenn du es hier machst, können Sie eine Hälfte sehen. Und dann noch nicht. Ja, das ist unten ist links drehen, seine Wünsche.
was Irene jetzt gemacht hat, sie hat genau das gefragt, was entweder, ich wiederhole, die Natur so gebildet hat oder der Mensch. Schau dir mal her. 1, 2, 3, 4. Das sind genau wie die Wirbel deines Rückgrates. Von unten her, also von dem After, vom Steiß, bis rauf, da wäre jetzt der Kopf. Vielleicht war mal der Kopf. Der ist halt geklaut worden, wie die Heilsteine da vor Jahren auch zum... Nee, Heilsteine haben sie ja nicht erwischt, muss sein. Aber jeder Wirbel zeigt also eine Drehrichtung. Er dreht die Energie der einen nach rechts, der andere nach links. Warum heißt denn der Wirbel Wirbel? Er wirbelt die Energie von unten nach oben und die kosmische Energie von oben, von deinem Scheidenchakra, nach unten. Und zwar jeder Wirbel abwechselnd, der eine rechts drehen, der drüber links drehen, der rechts drehen, der links drehen. Das zeigt hier dieser Stein. Also allein das ist schon ein Natur- oder Menschenphänomen. Wunderbar. Wir kennen einige solche Felsen, aber der ist noch am schönsten erhalten. Es gibt in der Nähe noch einen und in der Adlerwatte, in der Fränkischen Schweiz gibt es einen und so. Wo, aber der Kalkstein ist dort und der ist zu weich und der ist ausgewaschen. Das Zweite, wenn du also jetzt pendeln kannst oder fühlen, am besten machst du selber mal einen Ausflug hierher. Ich zeige es jetzt mal mit dem Pendel, dass Irene mit der Rute zeigt, ich gehe jetzt mal so her und frage jetzt, wie drehst du? Hier ist neutral, schau hier. Dann ist der rechts. Der links und so weiter. Es ist wirklich eine kontinuierliche Drehrichtung. Ob du die Rute nimmst oder das Pendel, ist völlig egal. Du kannst es auch aurasichtig machen. Willst du mal probieren? An Heildachen oder bei zunehmendem Mond ist dir leichter. Auch der Felsen ist ein Lebewesen. Wir sind alle Natur. Die Sachen sind die Knochen von Mutter Erde. Unsere Mythologie, unsere eigene norddeutsche, nordeuropäische Mythologie lehrt das. Ihr habt sicherlich, hoffentlich, sonst schaut ihr mal in gescheiten Büchern nach, von dem Urriesen Ymir oder Hymir gehört. In der Schule habt ihr davon gelernt. Urzeit war es, da Ymir hauste, im Stabreim. Wer es nicht kennt, möge mal wieder nachlesen. Nach dieser nordischen Mythologie wurde aus dem Urzeitriesen Ymir die ganze Welt, der ganze Kosmos gebaut. Und zwar ist das unheimlich intelligent. Der Ymir ist aus dem Nichts, wie im Hinduismus, wie im Indischen, aus dem Nichts, aus dem Schach oder Schlund des gähnenden Lichts und der krafterfüllenden Leere. So wird es also überliefert. Der krafterfüllten Leere des gähnenden Lichts ist diese Linie entstanden. Er verbindet also die Unterwelt praktisch in die obere Welt. Und wie dann die Götter aufkamen, in der Bibel gibt es genau die gleiche Geschichte, da ist es am Anfang falsch übersetzt. Am Anfang schuf Gott die nur Erde, das heißt am Anfang schuf in Elohim die Götter die nur Erde. Das ist genau das gleiche wie in dieser Mythologie. In fast allen Mythologien ist es so, in allen Religionen ist die Schöpfungsgeschichte so am Anfang, sind dann Götter gekommen, bei den Juden also Elohim, Göttersöhne genannt, hier in der Legende, wo ich sage, von Ymir, von der nordeuropäischen, da war es Odin, Vili und Rui, auch Göttersöhne. Und die haben den Ymir erschlagen, die haben ihn zerstückelt und haben aus den Knochen die Felsen gemacht. Aus den Kiefern haben sie die großen Steine gemacht, laut dieser Legende. Aber du wirst gleich sehen, was dahinter steht. Aus dem Fleisch die Erde, aus den Haaren die Bäume, aus dem Gehirnschädel
Und aus diesem Grund, in dieser Legende von den ungeteilten Urkräften, wo dann der zerstückelt wird, kommt dieser Gedanke raus, der in allen hohen Kulturen, und das sind nicht die neuzeitlichen, sondern das sind Kulturen von ursprünglichen Völkern, von indogenen Völkern, ist die Lehre erhalten, dass Mutter Erde ein Lebewesen ist. Und die Knochen der Erde, also die Steine, sind lebendig. Und aus dem Kiefer ist lebendig und drüber, das ist lebendig. Und alles zusammen ist eine Einheit. Und in dieser Einheit sollten wir leben, dass wir gesund werden und gesund bleiben. Und wir heute rennen, suchen immer Neues, wie es Matthias Claudius sagt in seinem schönen Lied vom Mond, und kommen weiter von dem Ziel. Wir laufen weg, statt zur Einheit und dieses Denken hinzukommen, der Einheit, ob ich jetzt das Bild von Ymir nehme oder wie es andere Mythologien jeweils verschieden machen, oder in der Schöpfungsgeschichte, wo ich sagte, von den Elohim, die ja auch hell und dunkel scheiden, Tag und Nacht, und die wahrnehmbare Welt überhaupt erkennen zu können, das ist immer das Gleiche, es wird mitgeteilt, die ganze Welt ist durchsehend, ist durchgeistig, ist lebendig, ist ein Lebewesen, ist eine Schöpfung. Und zu dieser Einheit werden wir nach vielerlei religiöser Meinung wieder zurückkommen. In die Einheit musst du eintauchen, wenn du gesund werden willst, musst dich also dem einheitlichen Fließen der Naturkräfte anvertrauen. Und was das Wichtigste ist, da danke ich jemand für die wunderschöne, jetzt sage ich es doch wieder eine Karte. Ich habe schon getan, und dass du es nicht sagst. Ja. Wenn also ein Mensch, der krank ist, dann schreibt und es empfindet und sagt, dass er das im Vertrauen, er hat Vertrauen darauf, dann ist das das Wichtigste, was du haben kannst. Denn wenn wir kein Vertrauen zu den Kräften in uns haben, also die göttlichen, die kosmischen Kräfte, die Kräfte der Erde, die Mutter Erde, die Vater, Sohn, Sohn, dann hält es schwer, dann leben wir in Zerrissenheit, dann ist es hart. Und von dieser Harmonie und Einheit hier will ich euch ein bisschen erzählen, was nämlich die Hauptursache ist, dass wir wieder gesunde Rückgrate kriegen. Wenn wir also so schrecklich zerrüttet sind, morsche Knochen, morsche Wirbel, übernachtete Knochen. Wenn du so viele Dinge erlebst, die du nicht ertragen konntest, und deinen Weg nicht gehen konntest, dann kriegst du eben den Lendenwirbel an. Du meinst vielleicht, wie es dann ist. Wenn du immer tust, was andere wollten, dann bist du mit Sicherheit nicht dein. Oder du hast saubere Sicherheit. Denn dein Lebensweg ist oft ganz anders, als dir die Umwelt zu verlieren will. Und da musst du eben manchmal was tun, was die Umwelt vielleicht auch nicht versteht. Das ist dein Weg. Nur dann bleibst du gesund. Wenn du immer magst, was andere tun, darfst du sicher sein, dass du nicht deinen Weg hast. Dann hast du Lendenwirbelprobleme. Und das geht, die versorgen mir die Beine, energetisch. Ich spreche nicht, manchmal auch ein bisschen gesagt, von den wissenschaftlichen Weltbild, der neurologischen Versorgung, das ist eigentlich sehr einfach, kannst du nie sagen. Sondern ich spreche von der energetischen Versorgung, von dem geistigen Wesen Mensch, von deinen Lendenwirbeln, der die Beine versorgt, und wenn du Schmerzen und Ischias und was weiß ich kriegst, dann zeigt dir das, dass du deinen Lebensweg, mindestens lange Zeit nicht gegangen bist, dass du dich dadurch überlastet hast. Das ist keine Schande. Du bist so erzogen worden, dass du funktionierst. Das musst du machen. Das ist eine ganz natürliche Vorstellung in unserer Gesellschaft. Aber wenn du darüber nachdenkst, das musst du eben nicht machen.
sondern wenn du es anders machst, erreichst du vielleicht genau das Gleiche und viel besser und ohne die Probleme. Vielleicht sagst du das noch von dem Dreieck hier, der Nase nach, ne? Ja. Ihr kennt alle die Märchen, die schönen Geschichten, wo es heißt, jetzt freut sich wieder jemand, wenn ich Märchen erzähle. ja, und wohin gehst du? Ja, und wohin geht's denn zum Glasberg? Und wohin geht's denn da, die Prinzessin zu finden? Immer gerade der Nase nach. Es gibt ja viele Märchen, nicht nur in Deutschland. Dieses Dreieck hier ist nicht nur da mit der Lippe, dass sie deine Zähne bedeckt und dass du besser sprechen kannst. Dieses Dreieck ist da, weil es Energie aufnimmt. Und ich schicke es, ohne das Gehirn zu berühren, also unbewusst, in die Lendenwirbel. Das heißt, der Mensch, der wirklich vertrauensvoll, wie im Märchen, kindlich, auf sein Schicksal vertrauen, der geradeaus immer der Nase nachgeht, der findet seinen richtigen Weg. Der kommt geradeaus, die Beine gehen dann von ganz allein. Und sobald du mit dem Kopf anfängst, und da haben wir Männer wieder schlechter, schwieriger, sobald du mit dem Kopf und wenn und aber und es kann nicht sein und da, was da alles durch den Kopf, durch die Stirn, durch den Willen, Energiestelle zieht, macht dir das nur schwierig. Im Märchen kommen die alle als Märchenheld ans Ziel, die geradeaus gehen. Und die werden geleitet. Ihnen helfen die Tiere. Habt ihr genug Beispiele? Die Ente, wo ein Deich, den sollte ich in den Ring raufgehen, damit es geguckt wird oder was weiß ich. Die Tiere. Alle in den Märchen, die eben helfen, den Helden, weil er mit der Natur, mit den Naturkräften fliegt. Wie vorhin gesagt, das sind wir und ihr. Eine Einheit. Wenn also diese Sache funktioniert, du dich deinem Weg anvertraust, dann darfst du die Nase nicht voll haben. Dann gehst du deinen Weg in Harmonie, deinen Weg mit Herz. Ich bin nur froh. Ich will so viel sagen, das hätte ich wieder vergessen. Das könnte man nicht wieder. Wenn du von deinem Lebensweg, den du eben nicht richtig gehst, die Nase voll hast, die Nase strichen voll, Lampen, dann fließt die Energie nicht mehr. Dann bist du hilflos, schlimmer wie ein roher Wind und weißt nicht mehr, wo es lang geht. Du findest dein Weg. Wenn du dich so weit treiben lässt, dass du die Nase voll hast vom Leben über lange Jahre, dann kannst du deinen Weg nur schwer wiederfinden. Das ist eine große Aufgabe. Also achte drauf, dass du keine verstopfte Nase hast, eine verschlossene, es wird dann sogar oft organisch, indem die Nasenscheidenwand sich krümmt oder Löcher kriegt, haben wir so viele solche Fälle schon gehabt. Im Kurs haben wir ja alle Jahre. Muss man natürlich die psychische Aufgabe mit den Gedanken lösen, dann die richtige Farbe hinbringen, das richtige Lebensmittel und es tun. Nicht nur andere. Nächste Abteilung, also das waren unten die Lendenwirbel, wenn ich mich mit den Füßen darunter lege, die Energie steigt von unten nach oben, die Energie der Erde. Darum ist die Eiche bei den Alten ja auch Donas Baum gewesen, er liegt auf der Erde, der Himmelsgott, sein Kumbarion, sein Schatten oder sein Zimmerion, Tür und Tor. Dona liegt unten, die negativen, irdischen, menschlich-materiellen Gedanken, Energien sind unten. Die Energie steigt weiter rauf, in die Mitte des Körpers, in die Taille, die Taillenwirbel. Das sind die zweiten Wirbel, wo oft Probleme machen. Jetzt sage ich immer gleich, unten die vier an den Lendenwirbel, dann kommen die vier Taillenwirbel.
Die machen Probleme, wenn du deine Mitte verloren hast. Wenn du nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist und warum. Wiederum eine Folge davon, und so steigt wirklich die Energie auf. Und das ist unsere menschliche Lernaufgabe. Wenn ich meinen Weg nicht gehe, weiß ich auch nach kurzer Zeit nicht mehr, wer ich bin und warum. Es ist niemals ein Ausweg, dann Schluss zu machen. Sondern dann muss ich meinen Weg wieder suchen. Das machen Naturvölker in der Visionssuche. Das war der ursprüngliche Sinn der Reiferiten, wenn die also ihre Lebensvision suchen. Überall haben wir verlernt, wir gehen zur Konfirmation und Kommunion. Viele schauen nur noch auf die Geschenke. Und den eigentlichen Sinn der Reife, des Weges, haben sie vergessen. Die Botschaft, die heute hier übermittelt wird, ist einfach zu schwach. Die trifft die Menschen nicht mehr, im Eigentlichen. Wenn also der Mensch nicht mehr weiß, wo seine Mitte ist, wer er ist, wozu er auf der Welt ist und wie schön das Leben sein kann, der kriegt dann in der Taille Probleme. Und die wirken sich aus auf die Verdauung, auf den Darm, auf den Magen. Pankreas, der Sitz des Ich im Unbewussten. Im Bewussten ist er da, das Ich, der Wille in der Vorderstelle. Im Unbewussten ist er entweder im Solarplexus, in der Mitte, in diesem Nervengeflecht oder in diese vier wirkenden Detaillen. Wenn du also nicht mehr dich kennst und nicht weißt, wer du bist. Die Energie steigt weiter, wird höher transponiert, wird ins höhere Bewusstsein schon gebracht, in die Bereiche hier zwischen den Schulterblättern. Da haben wieder sehr viele Leute Probleme, weil sie jetzt schon bewusst, das war noch unbewusst, weil sie sich bewusst zu viel auf die Schultern laden. Du hast den Chor, bist Vorstand, dort bist der Schatzmeister. Du willst da bei der Feuerwehr sein, bei den alten Herren ist da noch was zu tun. Wer so lebt, ist zerrissen, der lädt sich freiwillig zu viel auf die Schulter. Oder er meint, die Mitmenschen erwarten das. Die erwarten es gar nicht. Aber sie haben wieder einen Dummen gefunden und freuen sich jetzt immer. Wir kriegen viel auf die Schultern geladen. Aber, da gibt es auch den schönen Spruch von dem Kind in Vietnam, damals aufgekommen, wo ein größerer Bruder von dem Kind, wie es von dem Napalm der Armee verbrannt war, hat der Bruder es schnell rausgetragen und hat es in Flammen. Und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, na, das Kind ist doch zu schwer für dich, das ist doch eine Last, soll das Zügel gesagt haben. Das ist keine Last, das ist mein Bruder. Sehr gut. Ich habe fast keinen Platz zu reden. Nur mal mit der Riesen. Nein, ich habe keinen Platz zu reden. Nein. Da vorne nicht. Also, ja. Der passt gerade. Ja? Ja, das ist das muss ich mal beenden, jetzt immer rausgehen. Ich habe jetzt gerade zu viel gehört. Ja, ich glaube. Das mag sein. Links drehen, der. Ja. Ja. Ja, es wurde nicht weit vom Fleck, glaube ich. Ja. Ja, aber ich habe sie beobachtet. Ja. Da ich war mit Schule genommen und habe gesehen, dass sie einen schlechten Platz haben. Ja. Ich habe gedacht, wie lange hält das noch aus? Ja, wenn ich hier durchgehe, würde ich Ihnen sagen, eine Viertelstunde finde ich mit der Mittelschule gar nichts. Und sie hat mir schlecht verstanden, wenn sie um eine geomantische Zone werden, hier kennen Sie mit dem Stein. Ja. Wir kennen sie sprechen wie die. Das ist ja jetzt gerade noch rein. Platz, da geht Ihnen die Puste weg. Da hat er auch was. Ja, dann hat er was abgeladen. Er hat abgeladen. Ja, er ist.
Ja, ist aber ziemlich weit runter. Also 7.500 Profi einer da. Die habe ich nicht mehr. Nee, der hat vielleicht noch, der hat vielleicht noch knapp über 4. Ja, würde ich auch so sagen. Ja. Also nur mal so zwischendurch mal so ein bisschen. Genau. Ja, ich kann schlecht nicht mehr zuhören. Ich muss auch nur was sagen. nee, das ist ja. Das zeichnen auch hier, schauen Sie mal her. Da ist ja die Stufe. Die negative Energie wird hier nach oben geleitet. Das ist die Stufe. Die hat noch die Gitter nicht mehr. Ja. Ich sag nur, ich habe das verwendet. Ja, normal stand ich auch immer da drüben. Ja, das nächste Mal sehen Sie nicht mehr drüben. Was auf Aschaffenburg. Ich weiß gar nicht, bin ich schon einmal da überhaupt gestanden? Nee. Denke ich, glaube nicht. Nee. Aber ich, das war auch sonst immer nicht so eindrucksvoll wie heute. Möge jeder das Richtige draus mitnehmen. Ja. Nicht, dass ich ihn noch abgelenkt habe mit meinem schlechten Platz da unten. Jetzt war ich also bei den Wirbeln zwischen den Schulterblättern, wenn wir uns zu viel auf die Schultern laden oder laden lassen. Und das letzte oben zum Kopf, wo ich da gesagt habe, vielleicht war da mal ein Kopf, die Halswirbel, da habe ich vorne schon einiges gesagt. Die Halswirbel transponieren von unten her kommen die Energie auf die höchste Stufe, nämlich ist der Eingang zum Gehirn. Wenn wir meinen, dass wir mit dem Gehirn alles bestimmen, dann führen wir aus. Sondern die Reife, die Energie, den Schatz des Lebens erarbeiten wir uns mit dem Gehirn. Erst unbewusst geht nicht in den Schatz, wenn wir nicht reif. Dann in der Mitte ist immer noch unbewusst der Solarplexus, kannst du nicht, das Sonnengeflecht kannst du nicht beeinflussen. Darum ist ja im autogenen Training so wichtig, dass du die Übung erlernst. Die Schulterblätter sind, da bist du schon weit im Bewusstsein drin, weil du bewusst dir was aufladen kannst oder bewusst auch nein sagst. Und die Halswirbel, die den Übergang also ins Gehirn schaffen, die bringen das Futter für deine Verstandes, für deine bewussten Entscheidungen. Das Gehirn ist eigentlich das Ergebnis, die Zerebralisation ist das Ergebnis der Vertebrata, der Wirbeltiere. Es gibt Mollusken, ne, also Schnecken, Austern, Regenwürmer, wisst ihr ja, Insekten, die haben alle kein Rückgrat mit Wirbeln. Eben und sehr einfach strukturiert. Erst bei den Wirbeltieren. Die meisten gehen ja waagrecht über die Erde und können sich nicht aufrichten. Bei denen kommt ganz wenig ins Bewusstsein. Wenn wir Menschen immer uns so herabwürdigen lassen und gebückt gehen, kommen wir auf die Stufe des Tierischen. Wir müssen aufrecht gehen. Das ist unsere menschliche Würde. Und diesen Fluss der Energie gibt dir, dass der wieder in Harmonie kommt, gibt dir diese Fenster. Das heißt also von unten her die Energie, die sich durch die Wirbel durchströmt, bis nach oben hin, dass das auch bewusst wird, warum du das hast. Und es wird dir am Felsen bewusst. Besser als beim Psychotherapeuten. Deswegen sagen wir immer, der Felsen verändert dein Denken. Umgekehrt, die kosmische Energie, das ist die erstere, die geht, die positive, die kosmische, männlich, rechtsdrehen, solar, gold ist rechtsdrehen, männlich, geht von oben nach unten, die ist dagegen. Uns ist der Ausgleich. Und wenn beide Kräfte in Harmonie sind, ist die Zukunft. Im Übrigen, ich rede immer gern von Gaius Julius Caesar. Und jetzt nicht von den Straßen, von den Höhenstraßen, sondern auch Seneca und die alten Weisen hat sich kein Mann geschämt, wenn er geheult hat. Bei uns dürfen ja nur noch die Frauen heulen. Da sind die Männer so verkommen, die trauen sich das nicht mehr. Also komisch kommt das sich schon vor, wenn ich das sagen, weil es heute nicht geht.
Aber das hält mich doch seelisch gesund. Inzwischen ist nicht mehr ganz so. Nicht mehr so. Und die Frauen setzen oft, viele Frauen setzen oft die Tränen als Waffe ein. Das ist genauso krank. Wenn ich also schon da gestanden bin, habe ich es halt immer so losgelassen. Ja. Einige Rezepte noch oder noch zum Abwenden? Jetzt holen wir eigentlich wieder einen verbrannten Haaren. Ja. Das muss wieder abwenden können. Wenn du wieder so weit da ist. Ich vergessen hätte, hallo, zum Fragen. Bei Ihnen müssen wir es aber umdrehen. Ja. Ja. Mache ich dann. Also bei Ihnen geht es nicht um den Energiefluss, die Harmonierung, Harmonisierung von oben und unten. Das ist ein akute, ganz konkretes. Akute, okay. Eng begrenzte, ich sag mal, Schäden an den Lippen. Ja. Ja. Und die müssen gekräftigt werden und wieder gesund. Da sage ich gleich was. Ja, mach gleich. Machen wir gleich. Darf ich mal kurz unterbrechen, in den Augen habe ich solche Probleme. Ja. Sehe sie nur verschwommen. Ihre Augenprobleme, die hängen auch da an den Halswirbeln. Ja. Wer es neurologisch weiß, der Arzt, kann sie genau sagen, welche Wirbel da Ursache ist. Drum, für Leute, die Halswirbelprobleme haben, das habe ich vorne nicht gezeigt, da haben wir einfach aus Nessel so ein Stückchen, so ein umgekehrtes T ausgeschnitten. So groß ungefähr. Wir DIN A5, also halbe Schreibmaschinenseite. Und normal kommt da also drauf der Gerstenmehl und Milchbrei, auch so wie ich vorhin gesagt habe, mit Chilischote, noch stärker ist, dann muss man etwas Safran reingeben, Rosmarin, das richtet die Wirbel wieder. Also Mehl und Milch mit Safran. Aber das echte, ne, das türkische Gewicht, wenn was Blätter sind, sondern aus den ganz kleinen Döschen. Braucht nicht viel drin, das färbt so schön rot. Safran macht den Kuchen gehen. Und noch ein paar Tropfen Rosmarinöl rein. Und der Chilischote kannst du auch nehmen. Und tust den Brei da drauf. Normal, bei fast allen Halsleiden kommt es darunter, wird über den Nacken, über die Schultern zugelegt und da oben. Du machst da halt Band rum, damit es nicht runterfällt. Lässt zur Dreiviertelstunde drauf. Ja, und bei ihm müssen wir es jetzt gut tun. Und bei ihm geht es aber anders. Bei ihm ist das Problem anders gelagert, der muss von Ohr zu Ohr. Haben Sie mal irgendeinen Unfallstoß nach wechselnden Schuhen? Oder dass Sie mal auf den Rücken gefallen sind, hier ja. Auf die Wirbel. Das kommt bei Ihnen durch ein heftiges äußeres Einwirken. Das ist fast noch ein bisschen zu kurz. Also das müsste bei Ihnen noch ein Stückchen länger sein. Dass es ganz runter geht, bis da runter. Ja. Bei Ihnen sitzt der Hauptschaden wie Irene gleich wieder spielt. Da oben. Ja. Also Sie brauchen jetzt nicht Ihre ganze Story erzählen, machen Sie nachher in der Wirtschaft. Aber da liegt Ihr Problem. Und darum muss die Energie hier von links und rechts für beide Gehirnhemisphären ausgeglichen zur Mitte werden. Dann geht es dir besser. Ja, und der könnte auch da drum bewegen. Ja. Später, wenn du das einmal 3x3 mal 9 mal gemacht. Einen Monat später nochmal. Nochmal. Und dann nochmal 3 Monate lang. Und dann presst du dir gelbe Rüben aus. Ist gut für alle, wo Augenschwäche haben. Auch beim alten Augen. Presst dir ein paar Tropfen gelbe Rübe, geriebenen Saft. Und den reibst du mit diesen Mittelfingern. Aus energetischen Gründen. Nimmst du den Ring davon und reibst so ein. Nicht die Nase, nicht in der Mitte, sondern nur so. Auf dem Knochen. Ja. Oberhalb der Brauen, außenrum. Immer wieder einreiben und dann auch hinter den Ohren. Das sind die Stellen, die fürs Auge
wichtig sind. Habt ihr das gesehen? Also mit diesen Fingern den gelben Rübensack so herumschneiden, öfter machen. Und das machst du ein paar Mal am Tag. Du stellst da so ein Schälchen hin mit ein bisschen gelben Rübensack. Und immer frisch machen, jeden Tag frisch machen. Nicht von Aldi. Bitte? Nicht von Aldi. Nicht von Aldi. Den Saft. Der hat manchmal sogar sehr gute. Du musst halt einmal... Ich meine den Saft. Ja, ach, ausgepresst. Nee, aus der Rübe. Frisch selber machen. Ja, die sind ja alle sterilisiert. Die sind tot. Oder halb tot. Also mit diesen drei Fingern so herum und hinter dem Ohr. Da, wo der Knochen ist. Denn merkt ihr, immer vom Knochen geht die Krankheit aus und vom Knochen geht die Heilung aus. Also ihr müsst in die Knochen reinfinden. Und dann da unten mit der Lendenwirbel auch ein Pflaster. Nee, aber nicht auf einmal. Nicht auf die einmal. Nächsten drei Monate ist es geschafft. Ja. Also das schneidest du aus, der, oder ihr Frau oder jemand. Das ist auch wichtig und auch. Oder wir zeichnen es auf ein Blatt auf. Ja. In der Wirtschaft. Ich brauche es wieder. Ja. Das zeichnen wir auf dem Blatt auf, ja. Und dann gehen wir es in die Hand. Ja. In die Wirtschaft. Ja. Ja, ein bisschen länger. Also und für die anderen normal umgekehrt. Die also Halswirbelprobleme haben, damit sich die Energie nach links und rechts auf die Schultern verteilen kann. Und da machst du eben einen Schlips oder was rum, wo es dann weiter. Da wird von dem oberen Wirbel nicht geschafft, aber der ist genau wie der obere und der untere. Der obere und der untere. Ich habe jetzt extra nichts gesagt, aber das, was Sie jetzt, haben Sie jetzt angesprochen, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Wer sich da wundert, dass du das spüren kannst, ich sage es nochmal, ein Kind kann es auch spüren. Nur wir treiben es den Kindern aus. Ja, so, gut. Dann brauchen wir wieder jetzt brauchen wir aber doch wieder ein Opfer, wo vielleicht da funktioniert. Heute hat es keine Bedeutung, weil heute... Ach so, ich weiß, so herrlich, so herrlich, ja? Nein, nicht ganz so weit raus. Bei Lunde. Kopfhut aus dem Stein. So, das ist der Kopf. Ja. Ja, ein bisschen. Du liegst dann da, das ist vielleicht richtig. Du liegst dann da recht bequem. Ja, Kissen mit meinem... Nee, ohne Kissen. Ganz wichtig, das ist ja schon das. Und also das erste Mal 20 Minuten und dann 10 Minuten in einer Mondphase. Das Ganze über 5 Monate. Kannst du ja hintereinander machen. Und wenn du kannst, die Beine ruhig ausstrecken. Ja, nein, ich wollte das nicht. Ja? Heute ist halt ein wenig nass. Ja. Ja, und keine Synthetikkleidung anziehen, nur ein Baumwolle. Baumwolle, Wolle, Seide. Okay. Ja, so kleine Sachen ist. So kleine ist. Darum sage ich nochmal, schauen Sie da oben an den großen Felsen. Und hier ist eine Hainbuche und da eine schöne Kiefer. Genau zwischendrin ist er, wie ein kleines Kopfkissen. Denn du hast hier so viel Felsen am Boden, da kommst du leicht in die Irre. Ja. Ja. Ich habe Menschen hier gehabt, wo ihr Problem eigentlich sehr außergewöhnlich ist. Nicht der Durchschnitt, sondern es sind eigentlich alles Ausnahmefälle gewesen. So viele Sonderfälle haben wir eigentlich kaum je erwischt. Macht nichts. Ihr habt gesehen, so einfach ist auch nicht immer das, was sagt der gesehen. Aber meistens, jetzt Sie haben jemanden, wo wenden kann, das ist wunderschön. Aber oft haben die Menschen niemanden, wo das wirklich kann. Und nicht einfach den. Meistens ist es viel einfacher und harmonischer. Das heißt, viermal hin oder sechsmal hin. Das sind die allermeisten Fälle. Und immer so zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde. Und jetzt kommt etwas, wo dir denn die Natur hilft, wie dem Kind. Ihr habt alle erlebt, oder bei Verwandten oder den Großeltern oder irgendwo, dass die Kinder, die Enkel in einem Bettle nicht schlafen wollen, sonst sie kriechen nachts un-
unbewusst, ohne aufzuwachen, in die Ecke und verziehen sich in die Ecke. Die Kinder spüren diese Kräfte wie die Katz, wie der Hund, wie das Häschen. Wir tun. Bloß die ist angebunden und das Kind kann sich wenigstens im Bettle noch ein bisschen bewegen. Meist ist das schon eine Hilfe. Man schiebt in die Richtung, wo das Kind ausweicht, das Köpfchen rinnt. Und dann schläft es. Weil das Kind diese Kräfte spürt. Genauso, wenn du wirklich Hilfe brauchst und der Sache ehrlich und offen gegenüber bist, nicht denkst, das ist Quatsch. Das kannst du auch denken. Das tut uns nicht weh. Wenn du das also echt willst, und dann wirst du sensibel am Felsen. Ich habe vorhin gesagt, der Felsen verändert deine Denkweise. Du schaust plötzlich dein Leben auch immer mit anderen Augen an. Und dann spürst du, der Felsen schiebt dich weg. Wir haben das ja auch erst gelernt. So perfekt, wie wir das hier erklären, ist das in keiner Kultur mehr annähernd überliefert, weil es Jahrzehntausende zurückgeht, dieses Wissen. Also mussten wir es wieder selber erarbeiten und du hast es am Körper gespürt und erlebt. Und damals hatte ich auch der Felsen dann einfach weggeschoben. Du hast gemerkt, das stimmt. Wir hatten ausgebändelt, das war die Nierenwanne, hatten wir ausgebändelt, 30 Minuten glaube ich. Ich bin derweil da spazieren gegangen am Merzbacher Bäum drüben bei Gereuth. Und es war winterlich, mit Barke, damals dunkeln. Und dann hat es geschneit und die Irene war eingeschneit auf der Nierenwanne und ich bin rum. Ach Gott, wo ist das? Und genau, weil ich die Uhr hatte, du trägst ja keine Uhr, ich trage auch nur Räderuhr, Kai, so elektrische Funk. Und auf die Minute hatte ich der Felsen weggeschoben. Sie hat gespürt, jetzt reicht's. Also wenn du einigermaßen sensibel bist und es willst, erteilt dir der Felsen die Leere und du spürst es. Und so ist ja eigentlich gedacht. Wie ein Kind, wie ein Katz, wie die Natur. Nur der Baum kann nicht weglaufen. Und wenn du eine Eiche dahin pflanzt, wo ein Apfelbaum wachsen würde, also rechts dreht, dann verreckt die Eiche. Und umgekehrt. So musst du das sehen. Und wenn du Hilfe willst, also dir das auch gut. Vorhin. Da einfach mal hergehen, aber ich denke, du darfst den Gängen liegen da. Länger wie er. Ja. Aber du machst erst die Rezepte und das da vorne und dann hier. Ich grüße die Frau aus dem Sauerland. Sie hat es weiter und war schon so oft. Siegerland. Immer sagst du Sauerland. Wo ist sie denn? Siegerländerin. Wo ist sie? Schönheim. Die war vorhin noch da. Vielleicht ist sie gerade ausgetreten. War schon oft da, vor allem wegen dem Felsen dort am Haubeberg, dem Schildgrößenfelsen. Haarig gut geholfen. Welche Nummer hat der bitte? Der am Haubeberg hat keine Nummer. Aber im Kalender, ich glaube voriges Jahr war er drin, abgebildet. Ja, also musste man schauen, dass jemand so einen Kalender hat, das nicht findet. Morgen ich wieder nichts aufhugeln. Da sind viele heute da, die müssen aber es tun. jetzt können wir noch da über den Weg rauf, so ein Stück. Da oben ist eine ganze Menge Heilfelsen, wunderbare für Zucker, für Arterienverkalkung des Kopfes, gegen Arterienverkalkung, gegen Arterienverkalkung allgemein. Dann ein Felsen bei Osteoporose. Aber denke nicht, du konsumierst die Felsen. Denke bitte nicht, ich gehe daher und dann dorthin und dorthin. Gliederblätter und Gliederblätter, das weiß ich inzwischen jedes Kind, dass die Nebenwirkungen haben können. Wenn man zu viel gleichzeitig einnimmt, kann es eher schädlich sein. Und so ist da auch. Mach eine Sache nach der anderen. Nicht zu viel auf einmal.
höchstens zwei Steine, die sich unterstützen. Zum Beispiel, du hast eine Entzündung. Dann gehst du auf den Entzündungsfelsen, da kommen wir noch hin jetzt. Und hast gleichzeitig mit dem Herz, das neben dem Herzfeld, bei Herzentzündung. Da wo ich stehe, der Esel fängt immer bei sich an. Da seht ihr da unten solche Löcher. Die Lochreihe geht aber nicht bis außen an den Rand heraus. Das ist immer wichtig und zu euch komme ich auch rüber. Schaut, dass ihr alle daher schauen könnt. Hier ist es genauso. Wir haben auch hier eine Lochreihe, die nicht bis an den Rand rausgeht. Da gibt es immer Menschen, die meinen, ach, das waren die Steinbrecher, die Steinhauer, die wollten da die Steine abbauen und haben das so gemacht. Und dann hätten sie da, entweder in der späteren Zeit, so vermuten manche, Eisenkeilneikaut und das abgesprengt. Oder sie hätten trockenes Holz reingehaut und dann Wasser drauf geschüttet und das arbeitet und sprengt den Stein. Kein Steinbrucharbeiter ist so dumm. Das ist bei euch genauso. Ich kann es nur an einer Stelle jetzt zeigen. Ist so dumm, dass er dann da nicht weitermachen würde. Herzengrad bis darunter, wenn es abspringen will. Das zweite, wir hätten nicht da unten den gewachsenen Felsen so abgesprungen. Da ist eine sogenannte Ader oder Schicht oder Lage, wie die Steinarbeiter sagen. Also sich so plagen würde keiner. Wir waren hier mit hellsichtigen Menschen, Routengängern und wiederum Kinder. Zehnjährige Kinder, wo ist meine Irene? Bleib ruhig. Also. Oh. Irene, wie alt war damals das Mädchen, wo da die Aura so schön gesehen hat? Noch im glücklichen Alter und seine Eltern, beide waren Routengänger und haben viel Verständnis für diese Fähigkeiten gehabt und haben das nicht gestoppt, sondern kultiviert. Ohne das Kind zu Verdruss zu machen, dass es also durchdreht und sich für was Besonderes sind. Ein ganz natürliches Kind. Und das ist daher genau den ganzen Kreis von Routengängern, hatte ich das erklärt, wie das ist, warum die Alten das gemacht haben. Und das Kind steht da und dann spricht und sagt das genau, was es sieht, was es gesehen hat. Aber nicht nur hier, auch dort. Und ich habe Fotos, wo also die Aura, die Schwingung drauf ist. Ein ganz starkes, rotes Energiefeld um die Löcher. Warum hat man das gemacht? Ich mache es kurz, wir müssen auch ein bisschen drängen. Die Energie, die hier unten raufkommt, und die ist, wenn der Herr mit seiner Wünscheroute da mal da feststellt, das ist eine ganz andere Energie, wo da unten, ich stand vorhin am Dreierfelsen, die Energie konnten die Alten nicht da oben brauchen, denn dieser Felsen, das ist abgewickelt wahrscheinlich. Diese Felsen, diese gerundete Felsen, ihr seht das schön von da drüben, ist ein Herzfelsen. Sieht aus wie alle Herzfelsen praktisch, wo wir kennen, die meisten jedenfalls, wie ein auf die Spitze gestelltes Herz. Und das ist speziell bei Herzentzündungen wirksam. Da setzt man sich einfach oben drauf. Genauso abwenden, wie oft, wie lang und so weiter. Hier oben. Da oben. Da oben drauf. Da oben. Da oben drauf. Von da drüben ist leicht drüber gekommen. Wir sehen es hier nicht so schön. Die Alten haben das gespürt, dass die Energie nur zum Teil da oben gebraucht wird. Deswegen haben sie wie ein Filter gemacht und das findest du auch weltweit. Ich kann inzwischen auch sagen, wann das war. Da sagte der Mann, ist komplett verrückt. Der ist nicht verrückt. Das lässt sich beweisen. Und aus der Chronologiegeschichte der Technikentwicklung der Menschheit zeigen, um 80.000 Jahre, es kommt auf 5.000 dabei nicht an. Aber das hat man noch so gemacht, zur Zeit der alten Römer. Aber dann ist es anders.
Und das kann man genau unterscheiden von den Arbeitstechniken, die die Steinarbeiter hatten, mit den Keillochreihen. Denn die müssen in einem gewissen Winkel sein, das kannst du dir vorstellen, sonst sprengt es das nicht. Da hat jedes Gestein aus Erfahrung andere Winkel. Weichstein, einen stumpfen, Hartstein, einen spitzeren, muss weiter rein, um ihn zu sprengen. Und ganz wichtig, bis an die Kante. Die hauen sogar um die Ecke noch ein bisschen auf, damit sie löst. Diese Dinge sind wirklich Energiefilter oder Energieleitungen nach oben. Die konnten nicht alles brauchen. Und das kannst du mit den Bänden, wenn du hier abfüllst, genau spüren, was drauf geht. Du spürst auch, wenn du mit der Hand reingehst, mach das mal in einer stillen Stunde, wenn nicht 190 Leute rumstehen, sondern wir bloß zu 2, zu 3, zu 10 seid, da wird schon zu viel. Weil die Wirkungen alle dann mit eingehen und der rettet das und der sagt das. Besser du bist bloß wenige Personen. Und diese Kraft ist also da hochgeleitet worden. Eine zweite Sache sehen wir hier, jetzt müsst ihr mal ein bisschen da rumkommen und ihr könnt es ja von oben sehen. Ihr könnt sitzen bleiben. Bitte? Jetzt wissen wir ja schon allerhand, wir wissen, dass eine Buche es rechtsdrehen braucht, wie der Mensch, wie der Hund. Das ganz dichte Leben, ja, wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, wie aus einer Wurzel wächst eine Eiche und die braucht es linksdrehen. Und dort haben wir wieder das Gleiche und dann nochmal wachsen ganz dicht nebeneinander eine Eiche und eine Buche. Aus einer Stelle heraus. Das heißt, das ist ein hochaktueller Platz der Kraft, ein Ort der Kraft, wo Heilpflanzen normal vorkommen, Heilpflanzen sind. Und da haben die Alten noch zusätzlich dazu die Energie auch hier hochgeleitet mit einer zweiten Technik. Hier für den Herzfelsen, was da abgewidmet ist, sieht man von der Hüben, das müsst ihr euch nachher einfach mal anschauen, wenn wir dann da rumgehen. Es ist wirklich wie ein Herz, ein sehr, sehr alter Felsen. Also wie gesagt, diese Technik ist sehr, sehr alt. Und noch älter ist diese Technik. Die hat der Mensch wahrscheinlich auch der Natur abgeschaut, weil die Lachen von den Steinschichten, die brechen ja oft so ab, so stumpf. Aber die ist künstlich gemacht, das siehst du, an verschiedenen Höhlen. Und bestätigt, was ich gesagt habe. Da oben ist nämlich auch ein Heilplatz für Entzündungen, innere Entzündungen im Körper. Da schickt der Baum doch glatt seine Wurzeln dann auf. Ich muss da oben einmal anschauen. Es ist also ein rechtsdrehender Platz, da muss ja auch rechtsdrehende Energie sein. Die Stufe drunter ist dann linksdrehend, wo ich stehe. Die Stufe drunter ist wieder rechtsdrehend, die ist dann linksdrehend. Da ist noch eine drunter, die ist rechtsdrehend und hier ist ganz schlimm, also übernachtet nicht hier. Das ist ja ganz stark negativ linkes Wasser. Da könnt ihr da früher, haben schon viele Routengänger gesagt, überprüft sie mal, wer sein Handwerkszeug da hat. Da könnte sogar ein Brunnen gewesen sein. Also nochmal, hier aus dem ganz Negativen, für den Menschen Negative, für die Katze gut ist, für den Kirschbaum gut ist, wird hochgeleitet positiv und wird stärker. Wird hochgeleitet negativ, wird noch stärker. Wird hochgeleitet positiv, negativ und oben positiv. Die Höhen spielen alle eine Rolle. Und daran siehst du, dass das künstlich gemacht ist. Das sind nämlich keine Lachen, das ist vom Menschen rausgehauen. Wenn es normale Schichten wären, das sehst du ja, da wäre dann lockeres Gestein dazwischen oder Erdreich oder irgendwas, wo halt Steinschichten drin. Das sehe ich nicht, das hat ein Mensch gemacht. Der hat bewusst also die Energie noch darauf gelenkt, an den guten Ort der Kraft hin. Buche, Eiche, Buche, Eiche, Buche, Eiche. Und da unten ist was gefällt und wenn du genau hinschaust, wenn du dich in der Holzwirtschaft so viel auskennst, siehst du noch an dem alten Burschen, das war auch eine Buche und eine Eiche. Also rundherum ein ganz phänomenal starker Ort.
diese Techniken der Energieleitung durch Stufenbildung, die ist ungefähr genauso alt, sagen wir mal vorsichtig, 60.000 Jahre. Kann ein neuzeitlich naturwissenschaftlich gebildeter Mensch, dazu rechne ich mich auch, erst einmal nicht glauben. Aber was ich euch gesagt habe von der Scheibe von Nebra, die geht natürlich nicht so weit zurück. Aber die geht in den Ergebnissen mit den Kreisgrabenanlagen, was mit dieser Mathematik, die da drauf ist, errechenbar ist, geht auf 6, 8, 10, 12.000 Jahre zurück. Also ich werde das Buch nachher beim Kaiser in die Wirtschaft, oder wer schnell eins braucht, weil er weg muss und eins möchte, unten am Auto haben wir dabei, nehmt es mit, dann muss ich es nicht schicken, das ist für mich ja eine Arbeit. Dauert immer, bis du alles fertig machst. Undenkbar. Du kannst nicht alles in einem Leben schaffen. Diese uralte Technik kommt hier vor, die kommt da oben vor, auch von diesem Felsen haben wir schöne Aura-Fotos. Und jetzt sage ich noch was, das war uns nicht bewusst. Wir haben zwar immer den Leuten das erzählt, aus unserem Wissen der Vorgeschichtsforschung heraus. Das Kind ging daher, hat sich aber nicht ins Negative gestellt, sondern darauf, wo ihr seid. Dann hat er rüber geschaut und hat gesagt, da oben drüber, wo du sitzt, Sieglinde, mit dem roten Anorak, da geht wie ein Regenbogen, alle schönen Regenbogenfarben. Und an jeder Stufe geht drüber, aber nur von einer Farbe. Und die Farben summieren sich oben zum Regenbogen. Das heißt, wir haben also jetzt, wenn wir sind Farben sie die Kräfte, die Farben dann aufgezaubert. Und der Mensch, habe ich euch vorhin gesagt, braucht die Farben. Du brauchst, damit du ganz bist in deiner Aura, alle Farben. Das ist nicht schwarz. Das steht ja auch an der Kiefer. Steht ja auch an der Kiefer, ne? Auch das, ne? So wie ich vorhin, wie ich mich vorhin dumm gestellt habe, genau. Auf dem Fenster noch das Folgende. Jetzt haben wir es von der Seite angeschaut. Und gehen wir mal rauf. Ihr solltet es auch, wer es nicht kennt, auch von unten anschauen. Ich sage jetzt nur noch, was da ist. Also Herzfelsen bei Entzündungen. Oben, da wo die Baumwurzeln rüberwachsen, für Entzündungen im Körperinneren, da ist sogar die Mitte markiert und die Stelle durch eine Kerbe, wo die Energie aufhört. Die Alten haben alles gezeigt und ich bin sicher, die haben nie Eintrittsgeld dafür verlangt. Die haben das einfach gezeigt, wenn ein hilfebedürftiger Mensch das braucht, dann ist er hin und hat es gesehen. Und da waren auch oft ja die weißen Frauen, die heilkundigen Frauen, am Roten Hahn zum Beispiel, die dann weitergeholfen haben. Bis in die jüngste Zeit rein, bis man sie im 16. Jahrhundert als Hexen verbrannt hat. Und da hat die Verblödung in unserem Land angefangen. Aus dem Gefühlsleben heraus. Du warst schon beschissen worden mit den weißen Frauen. Da oben am Lauenstein oder wie das war, ne? Da oben. Weiß ich jetzt nicht, aber wenn die ihre Macht nicht missbraucht hätten, wären sie nicht ausgerottet worden. Ja. So ist es, ja. Genau. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es auch nicht. Ja, immer wenn sich was so erübrigt, wenn was kaputt geht, hat sich selbst erübrigt. Wären es wirklich noch weiße Frauen gewesen, die das nur in ihrem Auftrag gemacht hätten, hätte keine Obrigkeit die beseitigt. Da wäre die Obrigkeit gesagt. Und die haben sich für das Weiße aufgezogen. Ach so, naja. Richtung Bayreuth. Die Geschichte kennen wir nicht. Im Lauenstein, wo immer die weiße Frau erschienen ist, in der Bayreuth, glaube ich, die Spenderin. Ach, da so, auf der Burg Lauenstein, ja, die Spenster. Ja, das gibt es oft. In Heiligersdorf haben wir das ja auch erzählt. Das gibt es fast in jedem Schloss. Aber was da dran war, ist, weiß ich gar nicht. So, dann gehen wir jetzt rauf. Gehen wir rauf. Ihr könnt dann da oben sehen, damit ich euch die Heilkräfte genau sage. Das ist also zu technisch. Ja, eins muss ich noch anfügen. Das war bis 1992 war alles mit Erde bedeckt. Und zwar ist da eine große Eiche gestanden, hier, eine Rieseneiche. Und die hat der Wipke umgeschmissen. Der Sturm.
Und da kam erst das Erdreich rauf. Darum sieht es so roh aus, nicht verwittert. Du siehst also da praktisch in eine Zeit zurück, ob die Erde da ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Stein transformiert die Kräfte nach oben. Du schaust in eine Zeit zurück, wo die Menschen das gemacht haben. Seit 1992. Es ist unfasslich, aber deutlich zu sehen. Im Übrigen kann man auch genau identifizieren, die Schlagspuren sind nicht mit Metallwerkzeug gemacht, sie sind mit Steinwerkzeug gemacht. In der Höhle am Merzbacher Beul haben wir ein Gutachten von einer vereidigten Institut machen lassen. Da ist also untersucht worden, dass diese Schlagkugel nicht mit Metallwerkzeug, sondern nur mit Steinwerkzeug gemacht wird. Ja. Weil kein Abrieb von Metall da ist. In der älteren. In der jüngeren habe ich es nicht untersuchen lassen. Das kostet ja euch zur Untersuchung, zur Analyse. Ich weiß es nicht mehr genau. Die kleine. Die kleine. Na, ist die ältere. Nicht die, die heuer auf dem Kalender auf dem ersten Bild ist. Sie. Also jetzt können viele nicht sehen. Ich hätte jetzt eine Bitte, wenn ihr euch einmal hinkriegt. Und dann können die, könnt ihr euch jetzt knien oder hocken oder halt ein wenig darunter gehen. Ich habe gesagt, die Alten haben alles markiert und gezeigt, sodass jeder Mensch, ohne jetzt einen Studierten oder sonst Gebildeten, sich zurechtbekannt hat. Die Piktogramme und Zeichen, die man gemacht hat, sind wirklich weltweit die gleichen. Schamanen der Aboriginals in Australien können das genauso erklären, wie der von uns oft begierte Ojibwa-Schamane Sanbea, wie ein peruanischer Schamane Don Eduardo Calderon Palomino. Wir haben das in unserem Buch Felsenkräfte, Kraft der Erde ja drinstehen. Die sind hin und wissen, was die Zeichen bedeuten. Und hier ist es genauso. Da geht eine Kerbe, die ist natürlich sehr verwittert, aber noch da. Und da unten ist nochmal eine Kerbe, wo ihr linker Fuß steht und ihr Regenschirm. Da wächst die Wurzel, guck mal her, die wächst wieder nach oben. Okay. Dort ist die Kraft zu Ende. Die Hauptkraft, der Heilplatz ist hier, nur hier. Und wo das Zentrum ist, haben wir ein Löchel reingemacht. Das ist jetzt ein Heimzentrum, so eine uralte Loch einfallen. Einfang am Bahnstein nimmst oben, um den Fuß neu zu stellen für die Gelenkleiden oder die am Lichtensteiner Wald, da hinten diese Steinplatte. Überall sind solche Dinge drin. Da sitzt du dann auch in einer entspannten Haltung oder später dann Piktogramme. In den Büchlein, wie gesagt, sind ja solche Beispiele drin. Weltweit geil. Das war eine Weltkultur. Nicht nur Europa, eine Weltkultur. Da, wo ich stehe, dieser Platz, ist also gut bei inneren Entzündungen. Es gibt ja oft Menschen, auch Kinder, gerade Kinder, wo du nicht weißt, woran sie sind. Und die kommen nicht recht auf die Beine. Der Arzt stellt in seiner Blutuntersuchung fest, Eiter, Herd, aber wo, was ist? Man weiß es nicht. Spreche ich richtig? Ja, also das gibt es ziemlich oft. Und da könnte das der Versuch sein, hier neben natürlich Maßnahmen zur gesunden Ernährung, zur Widerstandskraft und so weiter. Und da unten, wo du mit deinem blauen Schirm bist, da ist auch eine Steinbank, also genau drunter. Der Felsen hat im Übrigen die Nummer 10, der den Plan da nochmal hat, wenn er ausgebaut hat. Der hat die Nummer 10, also für Entzündung. Und da unten auf der Bank ist auch bei Entzündungen das Dickdarm.
Da gibt es ja die armen Leute mit verschiedenen Krankheiten, Morbus Crohn, eines der schlimmeren Varianten, die verschiedenen Entzündungen. Da kannst du dich da drauflegen, Länge lang, einfach schön herlegen, ausbändeln. Am besten du machst es für jemanden, ne? Brauchst nicht wiederholen. Jetzt siehst du hier also die Eiche und die Buche. Da siehst du die Eiche und Buche. Da unten, du hast deinen Fuß drauf. Das war Eiche, kannst du heute noch erkennen. Und hingelehnt sind sie an die Buche. Eine wunderschöne Buche. Das heißt also, rundherum werden die natürlichen Anzeichen eines Ortes der Kraft. Und den haben die Menschen dazu geändert durch die Stufen und durch die Lochreihen. In uralte Zeit. Und das kannst du heute noch sehen, bitte. Soll man sich dann aufsetzen? Setzen oder legen. Na, wenn du es mehr im Bauch oder im oberen Bereich hast, dann legst du dich drauf, kannst die Beine hier runter lassen. Oder setzt dich in Meditationshaltung oder wie du willst. Da unten für die Dickdarmentzündung sage ich euch ein paar Rezepte. Die sind auch wieder nicht, das sind keine ärztlichen Rezepte, das sind aber erprobte Heilrezepte. Wer solches Darmbluten hat, dessen Darm ist wie perforiert hinten, der Enddarm, der Darm, dass er den Saft des Lebens, das Blut nicht mehr behält, der sollte auf keinen Fall essen schwarzes, dunkles, luftgetrocknetes, geräuchertes, gedörrtes. Das ist fast immer das Gleiche. Gebackenes, luftgetrocknetes, geräuchertes, schwarz. Auch Dörrobst kann schwarz werden. Und wir haben also die Leute erlebt, wenn die diese Dinge weggelassen haben, allein das schon, obwohl sie lange, lange krank waren, hat sich's wesentlich gebessert. In einem der härtesten Fälle, die wir kennen, ist es sogar ganz weggegangen. Ebenso ist schädlich, ich sage jetzt erst einmal, was der Mensch unbedingt vermeiden muss, Zitrusfrüchte. Dagegen ist sehr hilfreich Breinahrung, also nicht gebacken und gedörrt. Breinahrung ist hilfreich. Äpfel sind sehr hilfreich. Schreib das ruhig auf. Denn wenn du einen bezahlen kannst, brauche ich nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was du alles sagen kannst. Also Breinahrung, Äpfel, alles helle. Frisches, grünes, nicht gedörrtes, nicht getrocknetes. Es ist bei den Menschen sogar oft schlimm, wenn sie einen schwarzen oder einen grünen Tee trinken. Das ist schon zu getrocknet und zu gedörrt. Also diese Diät, wenn die ganz streng eingehalten wird, ist nach unserer Erfahrung eine sehr große Hilfe, sagt man, wenn nicht die größte. Ich stehe jetzt in einem Widerspruch, es ist 4:45, habe ich gesagt, kommen wir. Was machen wir? Ich kann euch nicht die übrigen 23 Fenster noch zeigen. Ja, durch Tamar, ne? Ja. Liefert ihr nach Unterbrebach Wein?